Willkommen, hallo, zu den Sims Mobile. So, ich schneide im Hintergrund gerade noch ein anderes Video und bei den Sims wird mal wieder Tag. Zack, hallo, herzlich willkommen, Freunde der Spontanität. Die letzte Folge, ich weiß, es tut mir leid, die letzte war so ein bisschen, ja, entspannter, nennen wir es mal einfach so, entspannter. Und die schneide ich nämlich gerade fertig und oh, guck mal, die Linda hat, was hat sie denn bekommen? Oh, zweimal stilvoll und einmal cool, geil. Ich habe nämlich gelevelt und ich werde euch gleich hier nicht so lange auf die Folter spannen. Das Grillfest-Ereignis ist beendet. Das Luxuswelten-Ereignis ist beendet. Tausche deine Deluxe-Münzen gegen Zierkisten ein, solange es geht. Ich habe nämlich ganz, ganz viele Zitronenscheiben gesammelt. Und jetzt Überraschung. Ja, ja, ja. Unser hier... Mr. Spock verschnitt Len Archibald Tiberius. Er hat es doch tatsächlich geschafft, die Gartenzwerge-Mission zu schaffen. Er hat nach Gartenzwergen gegraben und sie gefunden. Hier stehen nämlich zwei davon. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer ist. Hallo? Guckst du dir unseren Garten an? Na? Wir haben nämlich ein bisschen umgeräumt. Der sagte, sieht doch. Der stalkt uns, Leute, Mann! Also. Der Bienenmann hier, wir haben ihn in der vorletzten Folge, haben wir diesen Typen schon kennengelernt. Und die Linda hat vermutlich einen großen Fehler begangen, als sie mit dem Bienenmann gesprochen hat. Ich fürchte ja, das ist einer ihrer Follower. Guck mal, wie verstohlen der rüber guckt. Der weiß ganz genau, wo die Linda ihr Aufnahmezimmer hat. Ich glaube ja, das ist ein Stalker. Es ist, glaube ich, einfach ein Stalker. Der hat nämlich das letzte Mal, stand er die ganze Folge vor dem Haus der Linda und hat immer so verstohlen darüber geguckt. Dann hat die Linda wahrscheinlich den nächsten Fehler begangen und war nämlich mit ihm brunchen. Und da haben wir nämlich dann die Folge beendet. Da war sie, oh Gott, lauf nicht in ihn rein, der stalkt dich nur. Alle Frauen weg von diesem Mann. Er scheint nicht da zu sein. Knick in der Matrix. Wer weiß, was das für eine Erscheinung ist. Ja, ja, wir haben ja auch die Klonbrüder letzte Mal gesehen und besucht im Haus. Auch ziemlich komische Vögel. Also, der ist mir sehr suspekt und ich glaube, die Linda muss wirklich unwahrscheinlich aufpassen. Genau, wo war ich jetzt stehen geblieben, bevor ich hier den Schock meines Lebens bekommen habe? Wir haben hier, zack, Land gerodet. Und begonnen, nämlich einen Garten auszubauen. Guckt euch dieses fantastische Bild an, was sich nämlich jetzt ergibt. Wir haben, wie gesagt, dieses Ereignis, um die Gartenzwerge zu bekommen. Wo ist denn eigentlich unser dritter Zwerg? Moment, wir suchen jetzt erstmal den dritten Zwerg. Ehe wir Len hier wieder auf die Suche schicken müssen. Da ist er, der dritte. Den haben wir einfach mal bei der Linda vor der Tür gepackt. Wahrscheinlich hat der Len schon die Vermutung, ja, machen wir jetzt den Haken einfach weg, dass der Bienenmann die Linda Stock, genau, mit der Selena hat er sich nämlich auch getroffen gehabt. Das war die Nerdfreundin. So, jetzt, genau, macht ihr beiden mal was. Ich habe das Fotoalbum meiner Familie verloren. Ich weiß, dass ich dich ständig um Hilfe bitte, aber ich bin wirklich traurig. Okay, kein Grund zur Panik. Beruhig dich erstmal. Atmen wir. Gut, was machen wir jetzt? Also... Linda braucht meine Hilfe. Ein Familienfotoalbum ist weg. Also ich könnte einmal Geld investieren und nachsehen. Und wir würden 25% mehr Fortschritt auf unsere Ereignisse bekommen. Wir könnten Cupcake investieren. Oder ich könnte egoistisch sagen, nur ich helfe nicht. Ja, gut, komm, für 10 Dollar gucke ich nach. Danke für deine Hilfe. Was für eine Erleichterung. Vielleicht hätte ich direkt unter der Couch nachsehen sollen. Die Linda ist doch so übelst chaotisch, oder? Ach, Mann, oh Mann, oh Mann. Kein Thema. Dafür sind Freunde ja da. Ich helfe dir gerne. Außerdem mag ich dich jetzt wirklich sehr. Also 4 Stunden lang erhalten wir plus 25% Fortschritt auf Ereignisaktionen. Okay. Ach, ich fühle mich so schmutzig. Ich möchte duschen. Dann tu das, sexy Linda. Gönn dir eine heiße Dusche. Und da steht sie nackt. Und Privatsphäre halten wir ein. Genau, ich wollte euch den Garten... Und... Nein, du gehst da jetzt nicht auf Klo. Der weiß ganz genau, wo die Linda steckt und was die macht. Ist der skurril, Leute. Ist der skurril. Wir gucken uns gleich das Haus von dem nochmal an. Wir gucken uns wirklich gleich das Haus nochmal vom Bienenmann an. Genau, ich zeige euch aber als allererstes jetzt mal ganz stolz hier den Garten, den ich kreiert und kredenzt habe. Weil wir haben, wie gesagt, diese Gartenzwerge-Mission geschafft und haben dadurch alle Truhen oder beziehungsweise hier
in sämtliche Zitronenscheiben, die wir hatten, da seht ihr es oben links, haben wir nur noch 8, haben wir ausgegeben für Körbe. Wir haben irgendwie furchtbar oft irgendwie nur dummes Zeugs bekommen. Es war natürlich kein Grill dabei, wie ihr auch seht. Aber wir haben jetzt hier noch eine Bank und zweimal Stühle bekommen und haben das Ganze jetzt noch ein bisschen ausgebaut. Haben jetzt hier noch eine Laterne und ich finde das ja süß, wie um diese Lämpchen die Glühwürmchen drumherum rumschwirren. Und ja, da haben wir jetzt hier auch einen romantischen Stuhl. Mir ist nämlich aufgefallen, wir kommen leider gar nicht bis ran ans Meer. Das finde ich ein bisschen schade, weil guck mal, wenn die schon sowas wie einen Privatstrand hier vor der Tür haben, wäre das doch eigentlich ziemlich geil, wenn sie den ausbauen könnten, ne? Naja, was nicht ist, kann noch werden. Ich glaube, wir waren sogar bei dem Bienenmann schon mal zu Hause, ne? Wir besuchen ihn jetzt einfach nochmal. Wir gucken da jetzt wirklich nochmal rein. Haus von... Ja, da ist doch noch gar nicht so lange hier. Stimmt. Da war doch die hier so laut musiziert hat, während hier das Baby schlafen wollte. In diesem Haus waren wir schon. Das ist, genau, das ist ganz strange. Da haben wir nämlich das letzte Mal schon vermutet, dass der Typ hier, dass der irgendwelche Rollenspiele macht. Na, hallo, du, wollen wir Rollenspiel machen? Das ist eine ganz, ganz, also es ist sehr stylisch eingerichtet, aber es ist skurril. Und da gehen wir auch ganz sofort, ganz schnell wieder raus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also, wir gucken jetzt erstmal hier, nein, im falschen. Oh, guck mal, haben wir eine Nachricht? Wir haben irgendwie... Ist das ein Funken Synergie? Füge Eise als Freund hinzu. Natürlich, das machen wir. Okay, aber warum? Ja, cool. Da gucken wir doch uns das Haus an. Hallo und herzlich willkommen. Oh, das ist ein hübsches Haus. Oh Gott, und wir sind beim Mord dabei. Was ist denn? Wir kommen immer in die richtigen Szenen rein. Vertragt euch. Die hat aber ganz schön spitze Brüste. So, wir sagen jetzt mal nichts. Wir gucken einfach mal heimlich hier durch die Küchenzeile. Die streiten sich. Das hört sich definitiv nach Streit an. Nur worum könnte es gehen? Okay, ich glaube, sie vertragen sich wieder. Sie vertragen sich wieder. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Das ist gut. Oh, guck mal. Ah, du hast einen Grill. Du hast einen Grill. Ich habe es bestimmt falsch ausgesprochen, dein Namen. Das tut mir hochgradig leid. Aber du hast einen Grill, Mann. Warum haben alle Leute einen Grill? Und sogar hier so ein geiles... Oh, ich will auch so einen Tisch. Ja, habe ich alles nicht bekommen. Ich habe nur so eine Kackbänke bekommen. Und ach, das ist doch... Und hier von den Teilen habe ich auch jede Menge. Kann mich damit totschmeißen mit diesen Wärmelampen. Also ich kann mit mir so warm machen, da schmilzt bei dir im Winter alles weg. Ach, ist das schön. Da bin ich hochgradig neidisch. Da bin ich wirklich sehr neidisch. Ja, richtig. Ich kann dir ganz viele Wärmelampen verkaufen. Da kannst du Spiegeleier mit von selbst braten quasi. Da wirfst du nur die Eier, die Lampe und dann ist fertig. Aber mir gefällt's. Mir gefällt's wirklich. Was macht er denn hier? Hä? Der raucht! Was war denn das? Was haben wir denn da jetzt beobachtet? Ach, geil. Ich find's charmant. Ich glaube, ich gehe öfter mal zu fremden Leuten einfach in die Wohnung. Das hat wirklich zwar was von Stalking, aber ach je. Na, immerhin hat das Kind ein eigenes Zimmer. Doch irgendwie steht da nicht so viel drin in dem Kinderzimmer, ne? Ach, da ist der Wickeltisch. Okay, ich nehme alles zurück. Aber bis jetzt hat das Kind, oh Gott, also wenn, da müsst ihr irgendwann hier die zweite Wand vielleicht noch mit einreißen. Sonst könnte das als Kinderzimmer ein bisschen zu knapp werden. Heieiei, ich hoffe nicht, dass die Linda irgendwann mit einem Kind nach Hause kommt. Darauf sind wir nämlich gar nicht eingerichtet, ne? Ist der Bienenmann jetzt endlich weg? Tatsache. Jetzt ist er endlich weg, siehste. Manchmal musste die Stalker einfach offensiv ansprechen, Leute. Wir gucken jetzt mal in die To-Do-Liste rein. Nix. Missionen. Da gibt es erstmal auch noch nichts, weil ich glaube hier, pass auf, bei den Ereignissen, da freue ich mich drauf. In einem Tag beginnt nämlich das Fitness-Bootcamp. Trainiere mit anderen Sims in der Parkanlage. Da bin ich sehr gespannt. Aber wobei, warte mal. Parkanlage, das müsste es doch jetzt schon geben. Pass auf, das müsste es jetzt schon geben. Das testen wir mal. Ach, wie geil. Ja, komm, die Linda macht jetzt Sport. Das ist geil. Guck mal, hier sind richtig Fitnessgeräte. Ach, wie geil ist das denn? Ja, geil. Ich liebe Fitnesscenter. Und du kommst erstmal, genau, zieh dich erstmal hier. Was hast du denn für ein Dress? Ist das dein Ernst? Pink und lila.
So, Linda, nimm dir doch erstmal hier was laut beschweren. Das ist immer gut, wenn du neu ankommst und dich erstmal laut beschwerst. Nur warum? Die sitzen hier, als würden sie beim Arzt warten. Ich dachte, sie wollte sich laut beschweren. Das ist jetzt aber nicht wirklich laut. Hallo? Ja, also, ich würde mich ja gerne anmelden. Warum hat sie da an eine Ziege gedacht? Um Erlösung bitten! Hallo, guten Tag. Kennen Sie schon unseren neuen Fitnessdrink? Der erlöst Sie von allen Ihren Problemen, die Sie haben oder vielleicht noch nicht haben. Eieieiei, Leute. Also, ich würde sagen, genau, wir gehen jetzt hier einfach erstmal aufs Laufband. Oh Gott! Oh, Linda! Die Arme! Vom Laufband gefallen. Ach, du Scheiße, Mann. Na, mit dir macht keiner Sport? Oh Gott, Linda macht sich beliebt bei Fremden. So, also mit diesem Sportereignis finde ich ja ziemlich cool. Das finde ich ja ziemlich gut. Körperbewusstsein entwickeln, Handstand versuchen. Oh, guck mal. Was, wie eine Weide sein? Was ist denn wie eine Weide sein? Spüre das Yin und Yang in dir. Nein, 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 du bist zu aufgebracht, mein Kind. Spüre die Weide in dir. Ach, hat Linda abgenommen? Ich finde Linda gerade dünner, als ich sie gemacht habe. Linda, du musst essen. Das ist nicht gesund, das sieht auch nicht schön aus. Finde die innere Ruhe in dir. Linda ist ziemlich unausgeglichen. Mit Fitnessfan flirten. Was sind denn das hier für Optionen? Was sind denn das für Optionen? Komm, sie fühlt sich jetzt mal abscheulich aus. Oh, Zicke. Die wollte dir helfen, Linda. Die wollte helfen, deine innere Ruhe zu finden und du zickst die an. Also Entschuldigung, junge Dame. Ich weiß nicht, was bei Ihnen los ist. Ja, da habe ich jetzt... Ich bin ganz ausgeglichen. Ich möchte hier nur Sport machen. Sport. Hier im Park machen. Warte, nur das Netz berühren. Guck mal, was sie kann. So. Und. Na, wenn du das vor mir triffst, dann ist was los. Ich kann das auch. Sekunde. Ich kann das auch. Warte. Zack. Oh, jetzt eine Banane. Hey, lauf doch nicht weg. Lauf doch nicht weg. Okay, gut. Also, ich muss Yin und Yang werden. Ich entspanne mich. Ich entspanne mich. Oh. Ja, Linda, das kommt auch nicht von heute auf morgen. Was meinst du, wie lange ich schon im Fitnesscenter bin, um gewisse Dinge tun zu können? Du bist noch nicht mal aufgewärmt. Das ist echt nicht gut. So versaut man sich Gelenke und Bänder. Aber das, finde ich, ist ziemlich cool gemacht. Sportsfreunde. Trickwurf versuchen. Na? Ach. Linda, das ist ziemlich geil. Komm, trau dich. Jawohl. In den Baum gehen. Du sollst Yin und Yang sein. Linda hat kein Gleichgewicht, Leute. Die hat kein Gleichgewicht. Was machst du denn hier? In dem Outfit würde ich dir nicht empfehlen, Sport zu machen. Gehen Sie bitte weiter. Es gibt hier nichts zu sehen für Sie. Das kommt immer gut. Leute, wenn ich ins Fitnesscenter gehe und man so die Leute belauscht, was sie so erzählen, dann hast du den Eindruck irgendwie, man selber lebt total ungesund. Selbst wenn man einigermaßen gesund sich ernährt, weil gefühlt alle Leute um dich herum, insbesondere die Pumper, ernähren und leben so übermaßen gesund, dass es dir schon ungesund vorkommt. Und ich überlege gerade, was passieren würde, wenn du da jetzt hingehen würdest und sagen würdest, ey, pass auf, du weißt du, was ich eigentlich morgens immer frühstücke. Aber Leute, es passt einfach so unglaublich gut zu der Linda. Also eigentlich esse ich ja jeden Morgen Cheeseburger. Nein, 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 jeden Morgen. Ja, ich kann es vertragen.
Also heute ist die Linda wirklich ziemlich unsympathisch. Ich finde sie ein wenig zickig, muss ich sagen. Ein wenig zickig und arrogant ist die liebe Linda. Oh Gott, jetzt... Probier dich nochmal. Probier dich. Oh, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Linda! Sehr cool. Richtig, das war ein guter Job. Eigentlich würde ich ja gerne dir was zu trinken anbieten wollen. Was ist denn das? Was ist denn Fluchtplan entwickeln? Also wenn es ihr reicht im Fitnesscenter oder wie? Wo bist du denn, Linda? Mit dem Messer überm Kopf. Da waren wir zu langsam. Ich glaube, das wollten wir jetzt gar nicht wissen, was sie da gesagt hat. Mit wem reden wir denn da jetzt? Mit ihm? Edeldesigner? Oh, meine Sportsachen vergessen. Ach Mist, ich hätte gern Pommes. Hat sich Linda jetzt selbstständig gemacht? Das Laufband und sie werden jetzt nicht unbedingt mehr Freunde, ne? Komm, wir wählen jetzt einfach nochmal... hier war das, ne? Bizeps vergleichen, nur mit wem? Und sie denkt ans Essen. Ja, ja, ist schon schweißtreibend, ne? So würde es mir nachher auch ergehen. Ach, das finde ich doch, ist ein ziemlich schön gemachtes Video. Der schon wieder! Der spricht doch auch mit jeder Frau! Aber zumindest ist sie ihren Stalker jetzt losgeworden. Bienenmann ist nicht da. Bienenmann lässt sie in Ruhe. Hallo? Ja? Ich mag es, wenn du schwitzt. Aber vor dem musst du sich auch in Acht nehmen. Ja, gib ihr die Nummer nicht! Gib ihm die Nummer nicht! Nein, nein, nein! Ich habe noch mehr lustige Bilder auf meinem Telefon. Also wenn du mal ein bisschen länger Zeit hast, vielleicht. Also ich könnte dich auch vom Sport abholen, wie gesagt. Ich mag es, wenn Frauen schwitzen. Das finde ich erotisch. Guck mal, ist das nicht hier einer der Klonbrüder? Was macht die denn hier? Halt, halt, halt. Halt, halt, halt. Also, bist du Künstler? Das ist einer der Klonbrüder, Leute. Schade, dass wir hier an die Geräte nicht ran können. Das finde ich sehr schade. Aber vielleicht erachtet das Spiel sie als auch, also sie auch als zu dünn. Ja, also mit der brauchst du dich, ja, die sieht zwar bombenscharf aus, da hast du recht, aber das ist nur kein Outfit, in dem du Sport machen solltest. Was, Laub abwerfen? Laub abwerfen. Das sind jetzt Yoga-Stellungen, die habe ich vorher noch nie gehört und gesehen. Und versuch nochmal einen Handstand. Schaffst du. Sie hat gleich keine Energie mehr, ne? Oh, das sieht sehr gut aus. Linda, ich bin hochgradig stolz auf dich. Jetzt macht sie Liegestütze. Und 1, und 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Als hätte ich nichts anderes getan. 14, 15, 16, fertig. Juhu! Trainiert die für irgendwas Besonderes? Nicht, dass sie da dem Typen, der sie schon ewig nicht mehr gemeldet hat, ne, der so auf Models stand, dass sie dem da gefallen möchte. Oh Gott, das geht ja jetzt hier auch wieder in eine schiefe Richtung. Muskeln dehnen? Nein, pass auf. So, ich werde auf jeden Fall jetzt ein Selfie machen. Das werde ich noch ein bisschen bearbeiten und dann stelle ich das für meine Follower auf Simstagram. Ach, das wird schön. Ach, das wird toll. Ich glaube, jetzt werde ich meine Muskeln dehnen und einfach im Fitnesscenter ein Cupcake heimlich essen. Ich würde jetzt so gerne ins Wasser springen, wie ein Delfin. So, jetzt bin ich gedehnt. Ja, jetzt geht's. Jetzt geht's ans Gerät. Ich bin ja gespannt, wie viel Gewichte die sich raufpackt. Oh, du siehst gar nichts bewegen. Linda hat kein Gewicht drauf. Sie hat kein Gewicht drauf. Gut, ist gut für die Brustmuskulatur. Aber ich finde es schade, dass hier nicht noch irgendwie sowas wie Beinpresse oder irgendwas anderes da ist. Es gibt im Fitnesscenter einfach so viele schöne, tolle Geräte.
ich spreche da aus Erfahrung. So, was ist denn mit er hier? Was ist mit er hier? Hey, bist du nicht die Bekannte vom Len? Bist du auch hier? Ich hatte gehört, dass man hier Sport mit Freunden machen kann. So, Entschuldigung, dass ich gerade verstumme. Ich sehe gerade auf YouTube eine Antwort mit Hallo, wer will mit mir ausgehen? Moment, da gucke ich doch gerade mal ganz verstört. Was? Okay, Entschuldigung, Leute. Also, ich habe vorhin, was habe ich hochgeladen? Von The Fred Zone, einem Text-Chat-Adventure, den dritten und letzten Teil mit dem Titel Sie ist tot. Und da hat mir doch jetzt eine Dame drunter geschrieben, mit ganz vielen Herzchen, Hallo, wer will mit mir ausgehen? Sehen Sie meine Nacktfotos und Fotos? Sehen Sie meine Nacktfotos und Videos? Ach, Leute. Ich gebe ihr jetzt einfach mal ein Herz. Aber man sucht doch nicht jemanden aus anhand von Nacktfotos, Mädchenmensch. Da bin ich ja fast gewillt, irgendwie was runterzuschreiben. Ach schön, das passt mit dem Livestream gerade, nur nicht live. Oh Gott. So, Linda, Mensch. Was machen wir denn jetzt noch mit dir? Ich finde es schade, dass wir uns keinen Fitnessdrink hier nehmen können. Was willst du, die Handtasche klauen? Oh. Also, in dem Outfit kannst du keinen Sport machen. Du siehst aus, als würdest du in einen Club reingehen wollen. Was willst du hier? Tja, zu Delphine. Oh Gott, die ultimative Beleidigung. Oh, und der macht sich hier eine nach der anderen klar, ne? Der macht sich hier eine nach der anderen klar. So, pass auf, wir werden jetzt hier mal einen Inchboot hinlegen. So, ich schaff das. Ich schaff das. Ich renne, als gäb's kein Morgen mehr. Oh Gott! Und ach, ihr armes Gesicht, Mann. Immer klatscht sie da volle Kanne drauf. Das gibt's doch nicht. Was, mit dem Handstand reden? Steht da allen Ernstes mit dem Handstand reden? Aber schön ist auch das Emoji da oben drüber. Warum denn jetzt mit dem Handstand reden? Wie kannst du... Genau, mach mal noch einen Baum. Ach, ich möchte duschen. Die Sport-Session, genau so, die geht aber echt lang. So, die Dame ist bestimmt noch traurig, dass die Linda sie so blöd behandelt hat. Was haben wir denn noch für Funktionen? Wenn sie mit der jetzt flirtet, pass auf. Also, es tut mir leid, dass ich vorhin mit dir so komisch... Also, ich finde dich ja eigentlich echt scharf. Oh, ob die Linda mal eine lesbische Beziehung? Das wär's doch auch mal. Ach, ist ein dickes Schwein. Aber die mögen sich nicht. Es ist eine Hassliebe zwischen den beiden. Aber sie haben zumindest miteinander geflirtet. Oh Gott, Entschuldigung. Also, hier dreht sich's ja schon wieder... Hier dreht ja alles schon wieder bei mir durch. Moves präsentieren. Ja, das, komm, mach mal noch ein paar Körbe. Ich bleib mal so in der Vergrößerung. Also ist das heute mal eine Linda-Folge. Finde ich gut, können wir auch mal machen. Wow! Das waren ja jetzt hier. Geil! Linda kann also offensichtlich Basketball spielen. Siehst du, jetzt sitzt sie da im Café und denkt sich, tja, hätte ich jetzt Sportklamotten an, könnte ich hier nicht sitzen. Oh, guck mal, Carina, unsere Botox-Lippe. Die arbeitet so fleißig und brav, die ganze Zeit, immer wieder und immer wieder. Da, guck mal, hier, was will denn der Klonbruder hier? Leute, ich bin ein bisschen geschockt. Weiter über falschen Asphalt laufen. Nee, mach mal langsam und regelmäßig. Du musst jetzt, glaube ich, mal einen Cooldown hier einbringen. Man soll den Sport auch nicht übertreiben. Man soll ihn nicht übertreiben. So, was ist denn für Spaß sorgen? Okay. Eieieiei. Aber zumindest ist gleich vorbei hier, ne? Energetisieren. Wo ist sie denn hin? Linda! Haben wir jetzt nicht mitbekommen, was Energetisieren ist. Aber ihre Fitness-Session ist vorbei und ich würde sagen, Linda gönnt sich jetzt auf jeden Fall zu Hause mal eine Dusche.
Nee, also nochmal ein Fitnessereignis, dann dreht die Linda, das geht nicht. Das können wir nicht machen. Finde ich, ist eine ziemlich coole Aktion. Und ist auch erst wieder in 5 Stunden verfügbar. Was haben wir denn da? Guck mal, Singlebörse im Park. Das ist doch auch was für die Linda in 15 Stunden. Denn sie sucht ja auf jeden Fall. Sie sucht ja immer noch den Mr. Right. Aber ihr seht ja selber, was für Typen sie kennenlernt. Also, liebe Linda, fahr doch jetzt erst einfach mal eine Runde nach Hause. Bin ich doch ganz stark der Meinung. Und gönn dir eine Dusche. Du hast es verdient. Freundlich vorstellen. Ach so, nee. Die Bella Grusel, die gibt's auch noch. Die haben wir doch auch schon mal gesehen. Ja, das brodelt bei euch. Aber du wolltest eigentlich hier. Hallo. Ich bin wieder da. Ich war gerade beim Sport im Park. Ach so? Okay. Wie? Seit wann kann man da Sport machen? Ja, ich weiß auch nicht. Das ist gerade momentan so eine Aktion. Plötzlich standen da einfach Geräte. Und ein Basketballkorb. Oh, ein Korb? Und? Hast du getroffen? Ja, ich habe getroffen. Da waren auch ein paar komische Leute dabei. Und ich glaube, ich muss jetzt duschen. Ist die Dusche frei? Ja, kannst du machen. Ich weiß eigentlich noch gar nicht, was ich jetzt machen wollte. Aber geh du ruhig. Ich glaube, ich werde jetzt mal eine Runde kochen vielleicht. Mach ich. Also geh du mal gut duschen. Ach ja, das mache ich. Ich werde jetzt eine Runde duschen gehen. Und danach gönne ich mir ein Bad. Eine schnelle Dusche. Und wir gehen einfach, freundlich wie wir sind, eine Runde mal zurück und lassen sie in Ruhe duschen.